Dann einmal offiziell herzlich willkommen zur Pressekonferenz, zur ersten im neuen Jahr. Das erste Spiel 2023 geht für uns am Samstag in Wiesbaden los um 14 Uhr. 500 Tickets sind ungefähr Stand jetzt an die SVE-Fans rausgegangen. Und das Spiel in Wiesbaden, Schnelli, für dich wird es auch eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Gleichzeitig das erste Pflichtspiel im neuen Jahr, also viel Spannung bringt es mit sich. Wie fühlst du dich vor dem Auftakt? Ja, ich freue mich natürlich sehr, jetzt wieder gegen den Ball treten zu können bei einem Pflichtspiel. Ist dann doch eine längere Zeit nicht der Fall gewesen. Ich fühle mich aber gut. Ich konnte die Vorbereitung fast komplett mitmachen und freue mich jetzt einfach auf das Spiel. Du hast es angesprochen, es war eine lange Pause. Wie hast du es insgesamt erlebt? Es war auch nicht alltäglich, ne? 2 Monate, immer wieder kleinere Unterbrechungen durch die Feiertage, ja. War nicht alltäglich. Nee, es war nicht alltäglich. Es war mal schön, die Feiertage mit der Familie verbringen zu können. Aber es hat sich dann doch ein bisschen gezogen und das Kribbeln ist jetzt aber zurück, dass es in 2 Tagen dann losgeht und wir freuen uns riesig, ja. Wie sieht es denn sportlich aus? Es wird das Spiel vom Tabellendritten gegen den Tabellenführer, also auch da eine Menge Brisanz direkt zum Auftakt drin. Was erwartest du? Ja, ich erwarte ein gutes Spiel, ich denke ein temporeiches Spiel. Wir bereiten uns wieder gut auf den Gegner vor und ich hoffe, dass wir unsere Leistung auf den Platz bringen und dann sieht es eigentlich ganz gut aus. Danke, Schnelli, schon mal dich. Horst, das war auch für dich und dein Trainerteam eine lange Vorbereitungszeit, eine ungewohnte Vorbereitungszeit. Es gab auch, durch viele krankheitsbedingte Ausfälle Phasen, die nicht ganz so einfach waren. Was für ein Fazit siehst du jetzt Mitte Januar vor dem Auftakt? Ja, für mich ist im Grunde wesentlich, was dabei rauskommt und kommen wird. Die letzten Tage waren einfach so, dass ich sage, so, die Mannschaft ist in einer guten Verfassung, hat läuferisch auch einiges nochmal Anfang des Jahres abverlangt bekommen und ist aber jetzt in der Lage, eben auch richtig zu marschieren. Das Spiel gegen Viktoria eben, das Testspiel 60 Minuten lang, war eben auch recht vielversprechend und dementsprechend ist es ein gutes Gefühl. Am Ende wissen wir es in den nächsten Wochen, wie das gewesen ist für uns, aber letztendlich sage ich einfach, haben wir gut gearbeitet und die Jungs sind frohen Mutes, dass es auch so weitergeht, wie es aufgehört hat und das wollen wir eben auch dann in Wien zeigen. Wie ist der personelle Stand aktuell? Ja, die länger Verletzten, die sich in der Pause verletzt haben oder eben auch schon vorher, die bleiben verletzt. Alle anderen sind gesund. Auch die erkrankten Spieler haben ihr Niveau wieder erreicht, sodass im Grunde fast alle wieder an Bord sind, bis auf die länger Verletzten. Auch die sportliche Frage nochmal an dich. Was erwartest du gegen einen starken Gegner, der auch in der bisherigen Saison ordentlich punkten konnte und auf den vorderen Plätzen steht? Ja, das Wien-Spitzenteam ist, das brauche ich nicht erzählen. Das sieht man an der Tabelle, sieht man eben auch, wie die Jungs aufgetreten sind. Das ist natürlich für uns eine schöne Sache, dass wir auswärts hinfahren, direkt einen Brocken vor der Brust haben, wo klar ist, es wird ein Spiel auf Augenhöhe sein, wo Kleinigkeiten das Spiel entscheiden können. Wir wollen unsere Leistung auf den Platz bringen, wollen wieder unsere Art des Fußballs zeigen und uns wehren, was das Zeug hält. Wir werden schon einen Gegner erwarten dürfen, der auch eine Menge reinschmeißt, körperlich eben auch sehr stark arbeitet, gute Mannorientierung hat und eben auch Fußball spielen kann, die gute Standards haben, Hereingaben haben. Darauf müssen wir uns einstellen und das sind so die Themen, die Wien auch stark macht. Wir versuchen unsere Lösungen zu bekommen und dann eben auch einen Platz zu bringen. Letztendlich hängt, so wie Schnelli es schon gesagt hat, viel von unserer Leistung ab. Ja, wenn wir da rankommen, dass wir auf Top-Niveau kommen, dann bin ich zuversichtlich, dass wir da auch in Wien Punkte mitnehmen werden. Vielen Dank. Fragen von eurer Seite. Wir haben noch das Mikro gleich da. Herr Steffen, ist Wien mit irgendeiner anderen Mannschaft vergleichbar in der Liga von der Spielanlage? Kann ich nicht sagen. Habe zwar schon alle gespielt, aber mir fällt jetzt gerade keiner ein, der eben auch so körperlich arbeitet und dynamisch ist und unterwegs ist, wie das Wien gespielt hat in der Vergangenheit. Kann ich nicht sagen. Vom System her gibt es bestimmt einige Mannschaften, die vergleichbar spielen, aber von der Art und Weise und von der Intensität ist Wien sicherlich auch dann nochmal speziell und das macht sie auch aus.
Also in der Hinrunde war es mit dieser extremen Intensität Saarbrücken und in Aue, erste Halbzeit vor allem. Kommen die so? Ich kann es mir vorstellen. Die haben sich was vorgenommen, sind in der Verfolgerrolle und wollen uns sicherlich auch direkt mal zeigen, dass sie da auch eine Qualität haben und die auf den Platz bringen wollen, die sicherlich auch den Rückstand auf uns verkürzen wollen. Und das Ziel, habe ich gelesen, haben sie ja schon auch formuliert, dass sie auch mehr als Platz 3 wollen. Insofern ist die Marschroute bei denen, glaube ich, relativ klar. Wie sicher sind Sie, dass Ihre Mannschaft so spielt wie vor der Winterpause, beziehungsweise ja, auch alles so ein bisschen überrollt? Oder ist da auch bei Ihnen so ein bisschen Spannung? Geht das tatsächlich so weiter? Ich sage, es ist eine ähnliche Spannung wie vor dem Spiel gegen Rot-Weiß Essen. Ja, jede Pause bedingt das, dass man nicht genau weiß, wo stehen wir. Und das ist eine gute sag ich mal, Situation, dass alle wirklich eine ordentliche Anspannung haben, in das Spiel reingehen. Und wie gesagt, das, was in der Vergangenheit gewesen ist, das ist einfach schon länger Vergangenheit. Das interessiert nicht. Wir wollen neu starten in dieses Jahr mit einem guten Spiel in Wien und mit all den Dingen, die in der dritten Liga einfach passieren können. Ja, wir wissen, dass wir in jedem Spiel einfach sehr, sehr achtsam sein müssen und auch jederzeit es möglich ist, dass wir mal ein Gegentor kassieren und das vielleicht auch ein Spiel verlieren. Das ist, glaube ich, ganz normal in dieser Liga. Wir hoffen, dass wir in den Flow kommen, wie wir es hatten, und dafür müssen wir ganz viel richtig machen und eine Menge wieder investieren. Ich bin da sehr zuversichtlich, aber letztendlich weißt du das nie, wenn die Saison nicht läuft. Du machst dein erstes Spiel, wie wird es dann am Samstag in Wien aussehen? Aber gegen Essen war doch eher so, was ist denn der Rochelt für einer und der Jakobsen, was können die? Und jetzt ist man schon, also bitte macht mal so weiter oder so. Ja, zum einen, sag ich mal, sind die anderen gewarnt, dass das passieren kann, dass wir da gut spielen, aber für uns bleibt es trotzdem spannend zu sehen, wie schaffen wir das wieder im ersten Spiel gegen eine Spitzentruppe zu bestehen, uns durchzusetzen, kriegen wir unsere spielerische Linie durch, können wir uns genug behaupten, sind wir im Zweikampf ausreichend gut, ziehen wir unsere Sprints, das sind alles die Themen, die am Samstag dann um 14 Uhr offensichtlich werden, ob das gelungen ist oder nicht, und das, dementsprechend macht es das spannend und ich finde das einfach ein toller Start in das Jahr, so ein Duell zu haben, ein Spitzenduell zu haben, wo wir gleich wissen, okay, was müssen wir noch tun oder haben wir schon genug getan für das erste Spiel? Eigentlich ein Schnelli, aber wenn Sie schon ein Spitzenspiel angesprochen haben, ziemlich vor einem Jahr, ein bisschen länger noch her, konnte Elversberg keine Spitzenspiele. Und jetzt gewinnen sie alle Spitzenspiele. Ist das Typische im Fußball? Ist nichts zu erklären? Ja, genau. Das ist so. Damals wurde ich auch gefragt, wieso ist das so? War sicherlich auch ein Thema in der Vergangenheit, dass wir da immer wieder auch Ergebnisse hatten, die nicht ausreichend gut waren. Insofern kommt man dann oft zu der Einschätzung, die können das nicht. Wir haben es jetzt einfach mal revidiert und viele gute Spiele, entscheidende Spiele dann auch gewonnen. Und von mir aus darf das auch so weitergehen. Jetzt dann Schnelli. Kannst du irgendwie sagen, Trainer, kein Stress, wir machen genauso weiter wie vor der Winterpause, oder bist du selbst gespannt, wie ihr zusammen nochmal funktioniert? Ja, ich bin natürlich auch selbst gespannt. Es war jetzt doch eine längere Pause, aber ich bin davon überzeugt, dass wir unsere Leistung wieder auf den Platz bringen. Ich denke, dass man in 2 Monaten nicht das Fußballspielen verlernt und von daher, man will sich ja auch selbst beweisen, dass man gerade so weitermacht und an seiner Leistung anknüpft, und von daher bin ich auch guter Dinge fürs Wochenende. Aber so die hundertprozentige Gewissheit, es funktioniert alles wie vorher, hat man nicht. Es ist immer noch so ein bisschen Restrisiko. Ich denke, das hat jede Mannschaft. Jede Mannschaft hat nicht die Gewissheit, okay, das klappt jetzt genauso wie vorher. Wir starten alle mit einem 0-0 und dann schauen wir mal, was das Spiel bringt. Frage an beide. Fangen wir bei dir an. Ich habe gestern mit dem Trainer von einem Landesligisten telefoniert. Die sind aufgestiegen von der Bezirksliga in die Landesliga, sind jetzt Zweiter, wissen gar nicht warum. Aber sagen einfach nur, wir spielen ohne Druck. Der Trainer sagt, keine Ahnung, wie das aussieht, 5, 6 Spieltage vor Schluss, ob der Druck dann kommt. Wie ist das bei euch? Ich denke, Druck macht man sich eigentlich immer nur selbst. Und wir können hier eigentlich in Ruhe arbeiten. Es gibt wenig Druck von außen oder von der Fanseite, wie jetzt bei anderen Vereinen. Von daher bin ich dankbar, dass wir hier so arbeiten können. Und ich denke, die Arbeit, die wir verrichtet haben, ist jetzt gut. Aber jetzt geht es weiter. Und ja, da wollen wir mal schauen, wo es lang geht. Ja, ich bleibe einfach dabei, dass es für uns
eine spannende Liga ist, die wir noch nicht kennen. Wir haben jetzt noch zwei Gegner vor der Brust, die wir noch nicht gespielt haben. Das wird spannend sein, gegen die zu spielen, sich wieder zu behaupten und sich auf das Spiel zu fokussieren. Und was dann 5 Spieltage vor Schluss sein wird, wo wir da stehen, das mag ich einfach nicht jetzt zu beurteilen. Es ist auch müßig, das hypothetisch durchzuspielen. Wir wollen wirklich Spaß an dem Miteinander haben. Wir wollen unsere Energie auf den Platz bringen, wollen einfach Freude am Fußballspielen verbreiten, den Leuten eben auch zeigen, was wir da können. Und da geht es in jedem Spiel drum, ja, diesen Wettbewerb einfach zu nehmen. Dieses eine Spiel wollen wir unser Bestes geben. Und das ist der Anspruch, den ich an die Mannschaft habe, dass wir da an die Bestleistung kommen. Und da wird es, wie gesagt, Gegner geben, die uns das Leben schwer machen. Und dann versuchen wir, Lösungen zu bekommen, um Hinweise der Mannschaft zu geben, wie sie es dann auch lösen kann, wie wir vielleicht besser uns aus der Affäre ziehen können. Das ist der Auftrag auch für unser Trainerteam am Samstag, das wieder gut vorzubereiten, aber auch im Spiel wachsam zu sein. Was können wir noch für Umstellungen machen, damit es für uns etwas leichter wird. Deshalb, das ist eine spannende Aufgabe, Woche für Woche. Und das ist ja jetzt so, dass wir eine Pause haben und nicht genau wissen, wie es am Samstag aussieht. Aber es ist auch, wenn das eine Spiel vergangen ist, im Laufe einer Runde nie zu sagen, wie wird das nächste Spiel laufen. Ja, also genau so eine Spannung habe ich dann auch während der Saison vor dem nächsten Spiel. Ja, wie können wir den Gegner analysieren? Was macht der? Denkt er sich was aus gegen uns oder können wir was anpassen? Das ist halt Woche für Woche auch wieder das Thema, dass der Plan, den wir erarbeiten, ob der funktioniert, wird sich erst dann mit Anpfiff rausstellen oder in den ersten 20, 30 Minuten rausstellen. Und das ändert sich jetzt auch nicht großartig vor dem Spiel gegen Wien, auch wenn eine Pause etwas länger war als von einer Woche zur nächsten. Was ist eigentlich mit diesen ersten 4 Spielen? Dann heißt es ja immer, wenn die ersten 4 wieder so weitermachen, dann marschieren die durch. Aber nach den ersten 4 kommt Oldenburg, 60 und Dresden. Also das sind wir bei den ersten 8 Spielen und dann sind es doch wieder alle. So, also diese ersten 4 Spiele wurden mir jetzt auch permanent genannt. Ja, deshalb weiß ich diesmal die ersten 4 Spiele, wie die ablaufen. Aber das war es dann auch. Und ich habe diese Summierung von Spielen einfach nicht bei mir. Ich versuche die Mannschaft darauf vorzubereiten, dass es wirklich nur ums nächste Spiel geht. Und wenn wir das nächste Spiel gespielt haben, dann können wir uns wieder auf den nächsten vorbereiten. Und ich habe einmal gesagt im Laufe der Runde, nachdem wir gegen Saarbrücken hier verloren hatten, wie wäre es, wenn wir aus den nächsten beiden Spielen 6 Punkte holen und in der Spitzengruppe bleiben. Ja, das ist aber das einzige Mal, glaube ich, gewesen, dass ich irgendwie 2 Spiele in Summe genommen habe. Sonst geht es einfach nur immer um das nächste Spiel. Und dementsprechend ist das Wien Wiesbaden. Und ich habe jetzt auch schon vergessen, wer der zweite Gegner ist. Gut, ein bisschen geschummelt ist es. Noch einmal zu Schnelli. Was ist zu erwarten von, oder wie funktionieren die Fans in Wiesbaden? Kommt da so eine Macht wie Dresden oder ist das mehr so Freiburg 2? Ich würde es jetzt vergleichen, ähnlich wie hier. Wenn es bei denen läuft, kommen auch ein paar mehr Zuschauer, aber so ist jetzt keine Macht oder so, aber ja, es sind schon ein paar Fans im Stadion, die ihre Mannschaft anfeuern, genauso wie es bei uns hier ist. Und ja, wenn sie oben stehen, sind immer mehr Zuschauer da, wie wenn sie unten stehen. Du hast ganz am Anfang schon mal gesagt, da war ich nicht ganz drauf. Du hast ein paar Jahre in Wien verbracht. Hast du irgendwie Verbindungen oder Erinnerungen auch an die Zeit? Ja klar, es waren 4 Jahre und es war schon eine längere Zeit. Ich habe dort quasi den Profifußball begonnen und ja, ich habe schon noch 2, 3 Leute, mit denen ich auch heute noch Kontakt habe aus Wiesbaden. Und ja klar, man freut sich, die wiederzusehen, aber die sind eher neben dem Feld als auf dem Feld und von daher, ja. Also warst mal 4 Jahre in Hesse, jetzt bist du schon 3 Jahre und wenn ich auf den Vertrag gucke, noch ganz viel länger, zumindest ein bisschen Saarländer. Wie viel Saarländer ist denn schon in dir drin? Das weiß ich nicht, das sollen andere beurteilen. Wie gesagt, wir fühlen uns hier wohl, meine Familie und ich. Und ich würde gerne einfach hier weiter erfolgreich Fußball spielen und deshalb habe ich mich auch dazu entschieden, hier zu bleiben, ja. Du hast in den letzten Spielen vor Weihnachten, wärst du gerne häufiger präsent gewesen auf dem Feld. Ganz ehrlich, einfach mal, wie geht's dir denn? Bist du komplett erholt und komplett wieder fit? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin erholt und topfit und freue mich aufs Wochenende, wieder Gas zu geben.
Jetzt kennt ihr beide euch auch schon ein bisschen länger. Das ist auch nicht selbstverständlich, dass man schon 3 Jahre miteinander arbeitet. Deswegen, wir haben über Wien gesprochen, über das Restprogramm. Jetzt will ich mal fragen, über deinen Trainer, was unterscheidet ihn denn von anderen Trainern, die du bislang erlebt hast? Ja. Lass dich nicht unter Druck setzen. Nein, klar, mache ich nicht. Nee, das ist natürlich einmal die menschliche Ebene, dass ich halt super mit dem Trainer zurechtkomme und er einfach jeden Spieler so weiterentwickelt, dass er an sein Maximum rankommt. Und ich denke, das sieht man auch diese Saison, dass Spieler ihre Bestleistung am Wochenende immer abrufen können. Und ja, es ist einfach eine klasse Zusammenarbeit, da bin ich auch dankbar darüber. Ich habe es nicht oft so erlebt, mit einem Trainer auch so lange zu arbeiten, gerade auch in Wiesbaden war es am Anfang gefühlt jedes Jahr ein neuer Trainer. Und ich freue mich einfach, dass er mein Trainer ist und dass ich hier bin und dass wir so erfolgreich bis jetzt waren. Das war der harmonische Teil. Du wirst aber in den 3 Jahren mit Sicherheit ihn irgendwann mal richtig auf die Palme gebracht haben. Mit was denn? Als ich mich verletzt habe bei einem Seitfallzieher im Training, das war, glaube ich, nicht so toll. Und ich weiß es gar nicht. Einmal war ich zu spät, weil ich das Tape aufschneiden musste. Da wurde der Trainer auch ein bisschen lauter, weil ich es vorm Training machen hätte sollen. Und ansonsten fällt mir nicht viel ein. Gibt alles es harmonisch. Gibt es irgendwas, letzte Frage dann, was der Trainer noch verbessern kann an seiner Arbeit? Also wir sind gerade erster Stand, jetzt nichts. Einfach so weitermachen und wir müssen auch so weitermachen. Gut, Drucksituation gemeistert, das Mikrofon geht rüber. Horst Steffen, hat er sich tatsächlich nur diese beiden Sachen zu Schulden kommen lassen? Ja, das ist halt manchmal ein bisschen Übermut bei ihm im Training, wenn er dann im Tor steht und sich ein paar Bälle aufs Tor schießen lässt, zitter ich schon mal, dass er sich auch vernünftig abrollt. Das ist sicherlich auch ein Kriterium, was ihn dann auch am Ende erfolgreich werden lässt, dass er da auch diese Leichtigkeit hat und diese Idee, einfach mutig zu sein, sicherlich immer wieder auch an den Tag legt, wenn er seine Abschlüsse wählt. Und dementsprechend werde ich das auch nicht unterbieten. Aber hin und wieder denke ich auch so, das darf jetzt auch aufhören. Aber grundsätzlich ist er so, wie er ist, auch gut für uns. Er ist ein Baustein, er hat sich langfristig an den Verein gebunden. Was schätzen Sie tatsächlich an dem Menschen, an dem Spieler Lukas Schnellbacher? Ja, ich glaube, seine Spielweise ist für uns natürlich wichtig, dass er immer wieder vorangeht und seine Meter macht und eben auch entschlossen ist Richtung Tor. Das zeigt eben diesen Mut, seinen Charakter, den er in sich trägt, dass er da sich nicht unterkriegen lässt und gerade wenn Herausforderungen größer werden, eben nochmal ein Stück weit wächst und sagt so, ich muss mich hier zeigen. Das ist das, was sein Naturell ausmacht, aber auch den Spieler ausmacht und wieder eine gewisse Lockerheit dann eben auch in der Kabine und manchmal eben auch nach dem Training auf dem Feld noch spiegelt, ist auch gut. Ja, wir wollen eben mit einer gewissen Lockerheit Kreativität auf dem Platz haben und das verkörpert er dann auch. Also ist nicht abgehoben, ist immer für einen Mitspieler da, ist da auch ein Familienmensch, so wie ich das jetzt beurteilen kann. Insofern ganz klar und einfach und hat Werte, die einfach gut sind, die der Mannschaft gut tun und wie gesagt, einige Dinge, die einfach auch gut sind. Ich habe nicht viele Charaktereigenschaften, wo ich sage, die finde ich an Schnelli blöd, müsste ändern. Das ist er, wie er ist und dementsprechend darf ich auch das ein oder andere, was ich vielleicht nicht ganz so geil finde, auch akzeptieren, weil er in Summe einfach viel verkörpert und reinbringt. Gibt es denn die eine, dann sage ich, sportliche Sache, wo Sie sagen, oh, wenn er das noch mal irgendwann verstehen würde und umsetzen könnte? Ja, wir haben schon auch mal über die Situation gesprochen, dass er auch noch mal einen Haken wählen darf, wenn er einen Schuss antäuscht, dass das vielleicht auch mal auf seinen Linken geht und er den Abschluss da suchen kann. Das war gerade in der Zeit, als er links offensiv gespielt hat, war mir das zu sehr in eine Richtung, ich gehe auf meinen Rechten und fackel ab. Da darf auch schon mal der Haken und eine Schussfinte kommen und dann eben auch die Möglichkeit, mit links abzuziehen, das darf sein. Ansonsten, wie gesagt, für das Talent, was er hat, sage ich, kommt er immer wieder an seine Grenze und das ist das, was ich herausarbeiten möchte, dass jeder sein Talent ausschöpft, so gut er kann. Ein Satz zu Wiesbaden, du hast es am Anfang zwar gesagt, aber für uns nochmal, ist das tatsächlich auf dem Papier von der Art und Weise des Spiels
kann es tatsächlich, und nicht nur von der Tabellenplatzierung her, ein durchaus unangenehmer Gegner auch speziell für euch werden. Siehst du das ähnlich und wie habt ihr euch darauf vorbereitet? Ja, jedes Spiel ist wirklich immer wieder sehr, sehr spannend und du weißt nicht, wie Spiele ausgehen. Wir hatten jetzt einige Spiele auch gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel, die wir einfach nicht gewinnen konnten, ob es Meppen war. Bayreuth haben wir 1-0 gewonnen, das Aue haben wir unentschieden gespielt. Insofern ist das für mich jetzt nicht direkt ein Thema, wo steht der Gegner, weil es einfach immer spannend ist in dieser Liga. Jede Mannschaft hat die Qualität, uns weh zu tun. Und für uns ist es eine Herausforderung, gegen eine Spitzenmannschaft zu spielen. Wir wollen da unser Spiel auch durchbringen. Das wollen wir wieder haben. Aber letztendlich bin ich jedes Mal gespannt, wie das Spiel dann läuft. Du hast darüber gesprochen, dass netterweise oder glücklicherweise ganz viele wieder zurück sind. Sind all die, die mal krank waren, tatsächlich wieder bei 100%, Beispiel Maurice Neubauer oder Correa? Ja, also das, was ich gesehen habe am letzten Wochenende, war eben so, dass alle 60 Minuten durchmarschieren konnten und das stimmt mich zuversichtlich, dass das auch so am Wochenende sein wird. Aber klar ist auch, dass 90 Minuten mit einem intensiven Wettkampf immer noch mal eine besondere Beanspruchung sind und dementsprechend weiß ich es nach dem Spiel und einzuschätzen und letztendlich wird es auch immer 2-3 Spiele dann brauchen, bis jeder sagt, okay, ich habe diese 90 Minuten ständig in den Knochen, das ist jetzt normal für mich. Ne? Deshalb ist es immer wieder so, dass gerade so die ersten 1-2 Spiele ich gespannt bin, wie schaffen wir das dann auch körperlich. Aber das, was ich gesehen habe, auch bei den Erkrankten, die es gab, die Jungs sind auf Level, wir haben ordentliche Trainingseinheiten gehabt, wo wir echt was abverlangt haben und jetzt kommt die Phase, wo wir diese Woche ein bisschen weniger gemacht haben, damit eben auch die Jungs am Samstag erholt sind und topfit frisch in diese Partie gehen. Bei Semi und Kevin ist es absehbar, wann sie zurückkommen aufgrund der Verletzung. Machst du dir trotzdem so ein bisschen Sorgen über den Dritten, über Robin, wo es so schwankt und wo man nicht wirklich so richtig weiß, was ist es jetzt auch für ihn selbst, weil er tatsächlich ja ähnlich wie Luca ein ganz wichtiger Baustein in deinem System ist? Also Sorgen ist nicht das Wort, was ich nehmen würde. Ich mache mir natürlich meine Gedanken und hoffe, dass sie so schnell wie möglich da sind, aber ich habe auch großes Vertrauen in die Jungs, die sie ersetzen. Das hat, glaube ich, auch diese Hinrunde gezeigt, dass wir da Spieler haben, die einfach sofort drin sind und wo leistungsmäßig kaum ein Abfall zu erkennen war. Dass wir die Jungs, die jetzt in der Reha sind, sicherlich auch gebrauchen und uns gut tun würden, das ist auch klar. Deshalb hoffe ich, dass sie so schnell wie möglich wieder da sind und auch diesen Spirit mit reinbringen. Jeder Einzelne hat ja auch nochmal eine Ausstrahlung auf die Truppe. Da hoffe ich, dass die Jungs das eben auch schnell schaffen, für sie persönlich, aber auch für uns als Team. Aber nichtsdestotrotz sehe ich die anderen Jungs, wie sie arbeiten und dass sie das gut tun, hat eben auch die Vergangenheit gezeigt. Und das gibt eben auch ein gutes Gefühl, also ein gewisses Fundament haben wir, was die Einschätzung unserer Leistungsfähigkeit anbelangt. Und alles andere ist spannend wie jede Woche, aber auch schon in der Vergangenheit. Letzte Frage, ich glaube, du hast geschrieben, sind 5 Fanbusse, die jetzt sich aufmachen nach Wien. Ich kann mich hier erinnern, dass es mal so viele gab tatsächlich. Wie verhält sich so, wie ist so die Waage zwischen tatsächlich Klasse, Vorfreude und mit der steigenden Zahl an Zuschauern? Lukas Anger, und steigen auch die Erwartungen. Also wie sehr siehst du diese Entwicklung und jetzt tatsächlich erstmal gesagt, wie sehr freust du dich, dass da so eine Kolonne unterwegs ist? Ja, ich sage einfach, wir haben uns das erarbeitet, dass viele Leute mitkommen und darüber freue ich mich sehr, ja, dass viele Menschen den Weg nach Wien antreten, um uns zu unterstützen und dieses Signal geht auch an die Mannschaft, ja, dass klar ist, ey, wir haben eine Fangemeinde, die darauf brennt, dass wir auch in Wien wieder bestehen, die uns dann auch anfeuert, wenn es mal schlecht läuft. Ich finde, das ist ein Ansporn. Ich sehe dann keinster Weise irgendwas, was negativ sein sollte. Kevin fällt aus, Robin fällt aus, ist klar. Schnelli, Kapitän Nummer 2, jetzt Nummer 1. Haben Sie zwei andere nachnominiert? Nee, haben wir nicht. Also ich gehe jetzt davon aus, dass Schnelli das schafft, durchzuspielen. Und, also dass nichts passieren kann. Garantie, nicht ausgewechselt zu werden. Gut, das hängt von seiner Leistung ab. Das war's an Fragen? Ja. Okay, dann bedanke ich mich bei euch fürs Kommen, für die Fragen und wir sehen uns dann am Samstag in Wiesbaden. Danke. Gut.